Islam Express. Islam Express. Islam Express. عليكم. Grüße, Bruder Mann. Ibrahim, komm auch, inshallah. Ich wollte, bevor ich anfange, wollte ich im Namen der Brüder auch noch was sagen. Komm, Zeit, oder? Ich rede nur nicht mit. Warum können Sie das nicht machen? Sind doch keine Extra-Wurst. Ja, wollte ich noch was sagen. Liebe Geschwister im Islam, wir haben heute die Möglichkeit, hier sind viele Brüder und Schwestern versammelt, und ich wollte euch einige Anweisungen geben. Ja? Dieses Projekt hier, Lies, mit dem Koranprojekt, ihr müsst versuchen, das überall nach vorne zu bringen. Das ist nicht das Projekt, was... Ich bin nicht der Initiator dieses Projektes. Aber das ist einfach die beste Methode, auch auf den Karikaturenstreit zu reagieren. Ich sage euch, liebe Geschwister im Islam, ich kann die Wut von vielen Brüdern verstehen. Ich kann es verstehen, dass man dort auch ausflippt. Aber im Endeffekt, das bringt uns nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist die Arbeit mit den Menschen. Mit den Menschen zusammenkommen. Den Menschen die Wahrheit zu predigen und den Koran zu verteilen. Die beste Möglichkeit ist, den Koran zu verteilen. Alhamdulillah. Und das ist erstmal das Erste. Dann die zweite Sache ist, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Wir wissen nicht, wie die nahe Zukunft aussieht. Aber wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass diese Religion in jedes Haus kommen wird. Und da braucht doch kein Nicht-Muslim für Angst zu haben. Ja, weil das wird passieren. Und wie gesagt, wir haben Kontakt. Das Problem ist, viele Menschen, die stellen sich uns vor als Leute, die irgendwie zu Hause in der Höhle leben, ja? Und die Frau, die kommt dann ängstlich in die Wohnung rein. Ihr kennt uns nicht. Ihr kennt uns nicht. Ja, das ist das Problem. Ja, wenn ihr uns kennen würdet, richtig. Ja, und bei uns gibt es nichts zu verstecken. Wir sind offen wie das Brandenburger Tor. Lasst euch nicht provozieren. Wir müssen versuchen zu lernen, über unsere Religion zu diskutieren, mit der Religion zu argumentieren. Das ist wichtig, das ist der Schritt, den wir brauchen. Und natürlich, es passieren immer Unglücke, Tragödien oder was auch immer, oder Dinge, die nicht hätten sein müssen, oder Dinge, die man hätte besser machen können. Und es ist auch keiner perfekt. Ja, ich bin nicht perfekt, der ist nicht perfekt. Selbst Ibrahim Abu Naji ist nicht perfekt. Inshallah. Deswegen, wenn man irgendwas zu meckern hat an uns, ja, könnt ihr uns gerne kontaktieren, alhamdulillah. Und wie gesagt, ich gebe euch nur noch mal die Botschaft. Ja? Haltet an dieser Religion fest. Und übrigens, ne, mit diesem Salafisten. Ne? Salafisten heißt das, ne? Salafismus. Hast du schon gemerkt? Es gibt Kommunisten, Terroristen, Fundamentalisten, Extremisten, Faschisten. Ja? Jetzt gibt es Salafisten. Aber es gibt Demokraten, Christen. Warum sind das keine Christisten? Oder Demokratisten? Ist das vielleicht, kannst du es mir erklären, soll das vielleicht eine psychologische Wirkung sein? Dann hat wahrscheinlich was damit zu tun. Ich sage nur zu jedem Muslim, und dann wird erzählt, für uns sind alle Muslime, die nicht unserer Meinung sind, sind für uns Ungläubige. Das ist völliger Schwachsinn. Sondern wir sind die, die am tolerantesten dieser Frage sind, ob jemand aus dem Glauben austritt. Wir sind vorsichtig mit dieser Sache, aber natürlich gibt es Dinge, die einfach nicht gehen. Es gibt Sachen, die kann man einfach in der Religion nicht leugnen. Aber die große Masse der Muslime, ja, keiner von uns hat gesagt, die Moschee XY in Köln, das sind Kuffar oder was auch immer. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Das ist völliger Quatsch. Deswegen, damit versucht man nun, die Leute von der wahren Botschaft wegzuhalten. Was versuchen wir euch mitzugeben? Wir versuchen euch etwas von dieser Liebe für diese Religion mitzugeben. Und die Nicht-Muslime, denen versuchen wir auch mal etwas Liebe zu vermitteln. Ja? Und ich hoffe, dass heute wieder neue dazukommen, die etwas von dieser Liebe mit abkriegen. Möge Allah alle Menschen, die heute sind, recht leiten. Und möge Allah auch diejenigen, die dort hinten stehen, und den der Hass bis über die Schädeldecke schlägt, möge er die auch erschneiden. Amen. Ja. Ja. Achso, zwei Leute haben den Islam eben schon angenommen. Takbir! Boah, ich liebe es, ne? Takbir! 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 Man sagt mir, die Leute kriegen Angst, der Takbir. Hat er eine Angst jetzt bekommen? Nein!
Keiner hat Angst bekommen. Da können wir nochmal machen. Pack Buhr! Willst du auch nochmal? Achso, die hinten, guck mal, hinten sind am Jubeln. Super. Es geht weiter. Ich habe ja gesagt, wir müssen jetzt endlich die Herzen erobern. Alhamdulillah. Gut. Was machen wir jetzt? Hast du noch was zu sagen? Hast keine Hasspredigt auf Lager jetzt? Ist nicht vorbei. Du hast so eine Hasspredigt auf Lager? Nee? Ja komm, dich habe ich eben gehört. Der ist wieder so provokant, ne? Der Abu Adam, der ist so provokant. Der soll so ein Beispiel an mir nehmen. Ich bin nicht provokant. Ich bin die geborene Provokation. Alhamdulillah. Islam Express. Islam Express. Islam Express.